Es gibt eine Reihe ganz wichtiger Gelenksformen, die Sie kennen müssen. Da haben wir beispielsweise das Kugelgelenk mit dem höchsten Grad an Bewegungsfreiheit. Ein Beispiel für ein Kugelgelenk ist das Hüftgelenk. Auch das Schultergelenk gehört in diese Kategorie. Dann gibt es das Scharniergelenk. Hierfür haben wir als Beispiel das Ellbogen- oder auch Kniegelenk. Dann gibt es das sogenannte Eigelenk mit einem geringeren Grad an Bewegungsfreiheit. Ein Beispiel dafür ist das proximale Handgelenk. Eine vollständige und hundertprozentige Rotation im Eigelenk ist nicht möglich, nur eingeschränkt. Dann haben wir das Sattelgelenk. Ein Beispiel dafür ist das Daumengrundgelenk. Oder ein Zapfengelenk. Hierfür haben wir als Beispiel das Radio-Ulnar-Gelenk. Sie sehen, dass es schwierig wird, nur den Unterarm zu bewegen und nicht aus Versehen noch das Schultergelenk in die Bewegung mit einzubeziehen. Hier sehen wir die Bewegung eines Zapfengelenks.